Tja, wir schauen jetzt hier mal ganz kurz rein in die Checkliste, die du dann bitte auch selber gerne, nachdem du sie von mir runtergeladen hast, auch ausfüllen darfst und sollst. Als erstes machen wir uns erstmal Gedanken, wie alt ist überhaupt deine Zielgruppe? Warum ist es so wichtig? Ja, ganz einfach, wenn du jetzt zum Beispiel in der IT-Branche tätig bist und deine Zielgruppe sind CIOs, die in der Regel zwischen 40, 50 oder 50 und 60 Jahre alt sind, dann werden sich diese wahrscheinlich auf anderen Plattformen herumtreiben und auch anders ansprechen lassen, als wie wenn du eine Zielgruppe hast von, sagen wir mal, CMOs zwischen 20 und 35 im Alter. Ja, also das solltest du dir auf jeden Fall bewusst sein, wo die Mehrheit, in welchem Alter sich die Mehrheit deiner Zielgruppe befindet. Ganz, ganz wichtig. Praktisches Beispiel: LinkedIn versus Xing und Facebook versus Instagram. Ja, also in der Reihenfolge. Ne? Und dann haben wir hier zweite Frage zum Beispiel: Auf welcher Plattform hält sich eben deine Zielgruppe überwiegend auf? Also die erste hängt mit der zweiten Frage zusammen. Das nächste ist: Welchen Schmerz oder welches Problem hat deine Zielgruppe? Ich weiß, ist eigentlich eine banale Frage, dennoch viele haben sich dann nicht genügend und ausreichend Gedanken gemacht. Dann gleich die nächste Anschlussfrage. Viertens: Was sind die Ursachen dieser Probleme deiner Zielgruppe? Das heißt, wir machen uns nicht nur Gedanken, ja, was sind jetzt die Schmerzen oder die Wehwehchens und die Probleme meiner Zielgruppe, sondern auch der eigentliche Grund hinter dieser Probleme, die eigentlichen Probleme hinter der Probleme sozusagen. Und das nennen wir die Ursachen der Probleme, die eigentlichen Ursachen. Eigentlich ein kurzes Beispiel: Jemand fährt in den Baumarkt, will sich einen Hammer kaufen. Das eigentliche Problem ist, man möchte jetzt meinen, okay, dann will sich irgendwo, sagen wir mal, ein Bild aufhängen. Das eigentliche Problem ist aber dahinter, ist eigentlich die Ursache. Seine Frau hat ihm die Hölle heiß gemacht, das Wohnzimmer wäre zu hässlich. Es müsste mehr ausgeschmückt werden. Ja? Das heißt, das eigentliche Problem hängt letztendlich mehr mit seiner Ehefrau zusammen als wie mit einem Hammer. Ja? Also dann, welche Folgen haben die Probleme seiner Zielgruppe? Ne? Also wenn er einfach nicht den richtigen Hammer findet oder die richtigen Nägel oder die richtigen Bilder, gibt es halt eben mehr Stress bei ihm zu Hause. Ja? Also auf die IT-Branche bezogen, sagen wir mal, jemand ist auf der Suche nach einem CRM, einer Lösung, ja, letztendlich ein Tool, und kauft sich das dann von dir und 6 Monate später ist er immer noch genauso unzufrieden wie vorher. Warum? Weil die eigentlichen Ursachen seiner Probleme, er dachte, das Problem wäre, er hätte kein CRM-Tool, die eigentliche Ursache dieser Probleme, die er hat, also sprich, sein eigentliches Problem ist Chaos in den Vertriebsprozessen, sind letztendlich die Vertriebler, die dann letztendlich auch das CRM nicht richtig benutzen. Und was hat es dann für Folgen? Ineffizienzen, ja, Datenchaos, kein Überblick, ja, und so weiter. Unheimlich viel Energie und Aufwand, um überhaupt mal herauszufinden, wie hoch die Potenziale sind in der aktuellen Pipeline und so weiter und so weiter. Also, dann fünftens: Was ist dein innerer Antrieb, die Probleme deiner Zielgruppe zu lösen? Ja, also wenn du dir jetzt Gedanken machst, so mal tiefgründig Gedanken machst, was die Probleme und die Ursachen der Probleme deiner Zielgruppe sind und die Folgen daraus, solltest du eben auch Gedanken darüber machen, was denn dein persönlicher innerer Antrieb ist, diese Probleme überhaupt zu lösen. Denn wenn du keinen inneren Antrieb hast, ja, sondern einfach nur Geld verdienen willst oder einfach nur arbeitest oder einfach nur die Probleme lösen willst, weil du nichts Besseres zu tun hast oder keinen besseren Job, dann wirst du auch mittel- und langfristig nicht so erfolgreich sein, als wenn du einen inneren Antrieb hast, ein eigenes Verlangen danach, die Probleme deiner Kunden, deiner Zielgruppen zu lösen. Dann, wie würdest du deine Zielgruppe emotional charakterisieren? Das ist ein Riesenunterschied, ob deine Zielgruppe jetzt halt eher Marketer sind, Vertriebler, ja, die doch sehr emotional sein können, sehr kreativ, sehr leicht auch was für was zu begeistern sind. Oder ist deine Zielgruppe eher Controller, ja, sogenannte CFOs, also Chief Financial Operatives,
oder COOs, Chief Operating Officers, ja, die gehen knallhart nach Zahlen und Daten und die kalkulieren runter bis zum letzten Euro. Ganz anders emotionalisierbar oder emotional, in einem emotionalen Stand, wie jetzt sozusagen die Marketinggruppe. Ne? Das ist ein ganz anderer Schlag von Menschen, die sich auch häufig gegenseitig nicht innerhalb einer Firma nicht besonders gerne mögen. Ja, weil die einen, die müssen ständig schauen, dass wenig Geld ausgegeben wird und die anderen leben davon, dass Geld ausgegeben wird. Ja, jetzt nur als Beispiel. Also achtens, wie stark ist das Problembewusstsein in deiner Zielgruppe? Hier mal eine Skala von 1 bis 10, ist einfach nur eine Schätzung. Ja, denn viele, es ist ja nicht so, dass viele, sagen wir mal, wissen, dass sie ein Problem haben, sind auf der Suche, sondern, oder sagen wir mal, oder viele wissen, sie haben ein Problem und sind nicht auf der Suche. Ja, diese zwei Möglichkeiten gibt's. Es gibt ja noch eine dritte Möglichkeit, dass viele nicht mal wissen, dass sie ein Problem haben, ja, sich dessen gar nicht bewusst sind. Das heißt, wie das Beispiel Thema CRM-Lösung, ja, also Customer Relationship Management-Lösung. So, jetzt ist meine Kamera kaputt. Managementlösung, ja. Es herrscht Datenchaos. Man weiß, der Vertrieb funktioniert nicht, Prozesse funktionieren nicht, Leads gehen unter, Kunden bleiben liegen, Anfragen, Angebote werden nicht nachgefasst. Ja, letztendlich bares Geld liegt irgendwo in irgendwelchen E-Mails verschüttet, weil sie nicht nachverfolgt werden etc. Man weiß aber gar nicht genau, dass man Probleme hat. Das ist alles Normalität und rein aus Gewohnheit macht man es einfach immer so weiter. Ja, das gibt es nämlich auch, dass die Leute gar nicht sich dessen bewusst sind, dass sie diese Probleme, dass es eigentlich alles Probleme sind, was so ihren Alltag beherrscht. Ja, warum sollte deine Zielgruppe von dir kaufen anstelle von Mitbewerbern? Ist ja völlig klar. Da geht es eben darauf hinaus, hast du einen USP? Wenn ja, welchen? Vielleicht kannst du den noch besser hervorheben, herausarbeiten, noch besser feilen an deinem USP. Worauf basiert dein USP? Basiert der eigentlich nur auf eigenen Ideen oder ist dein USP der Feedback deiner Kunden sozusagen? Ja, das heißt, deine Kunden haben dir gesagt, das ist einzigartig, das habe ich so noch nie gesehen. Und so weiter. Oder denkst du dir den USP nur selber zurecht? Ja, ganz wichtig. Dann zehntens, würde deine Zielgruppe ohne dich und deiner Lösung überleben können? Eine ganz entscheidende Frage. Wenn du heute beim Bestandskunden den Vertrag kündigen würdest und heute den Stecker ziehen und nichts mehr für ihn tun würdest, würde er dann trotzdem noch überleben oder wäre das eine absolute Katastrophe für ihn? Wenn das zweite die Antwort ist, dann hast du was richtig gemacht. Ansonsten musst du dahin kommen, dass wenn du heute aufhören würdest, für deinen Kunden zu arbeiten, das eine absolute Katastrophe für ihn wäre. Ja? Dann elftens, wer sind die Mitentscheider-Influencer in deiner Zielgruppe? Also im B2B wie im B2C, man darf nie die Influencer, also sogenannten Mitentscheider, darf man niemals unterschätzen. Ja? Also im B2C kennen wir das typische Szenario. Ja? Der Mann geht in ein Autohaus, will sich ein teures Auto kaufen. Ein Porsche für 160.000 Euro, ja, und er ist gerade dabei zu kaufen und dann kommt noch kurz mal seine Frau vorbei und sagt, naja, aber denk doch an unsere drei kleinen Kinder, wie willst du denn die hinten reinkriegen, ja? Und was passiert? Am Ende geht er doch wieder mit einem fetten SUV nach Hause, ja? Im B2B hast du es eben auch auf eine ganz ähnliche Art und Weise häufig, dass ein Entscheider da zwar sitzt, der den Auftrag hat, irgendwas zu entscheiden, aber letztendlich dann nochmal 10 bis 12 verschiedene Influencer in Fachabteilungen, aus unterschiedlichen Fachabteilungen, Abteilungsleiter, Bereichsleiter, alle möglichen Leute noch mit dabei sind, die letztendlich dann mit der Lösung tagtäglich umgehen müssen, sie umsetzen müssen, sie nutzen müssen, sie ausführen müssen, etc., etc. Das heißt, der eigentliche Entscheider on top, an der Spitze, der hat unter Umständen häufig oder manchmal mit der eigentlichen Lösung, die da eingeführt werden soll oder wird, gar nicht so viel persönlich zu tun, sondern er hat vielleicht das Budget und die Entscheidung
den Auftrag bekommen des Vorstands oder der Geschäftsführung, oder vielleicht ist er selber der Geschäftsführer, und ist aber letztendlich gar nicht so stark in der Lösung dann involviert, als wie seine ganzen Entscheider. Das heißt, die haben sehr, sehr, manchmal mehr, manchmal weniger, aber auch ein sehr, sehr schweres Gewicht. Das darf man auf keinen Fall unterschätzen. Zwölftens und letzter Punkt, wo kauft deine Zielgruppe aktuell ein und warum tut sie das? Das heißt, in anderen Worten, Mitbewerberanalyse, ja, es wird höchstwahrscheinlich Mitbewerber geben. Wenn es für deine Lösung oder für das, was du dein Produkt, deine Dienstleistung noch keine Mitbewerber gibt, würde ich mir genauso Gedanken machen oder Bedenken haben. Denn es ist manchmal sogar, ja, dann würde ich mir die Frage stellen, warum nicht? Ja, das heißt, in der Regel gibt es immer Mitbewerb und das ist auch gut so, denn das ist schon allein der Beweis dafür, dass es ein guter Markt ist und eine interessante Zielgruppe für andere Unternehmen auch. Also Mitbewerb ist immer was Positives. Ja, das wäre die zwölfte letzte Frage. Also, zieh jetzt das Ding runter, klick unten den Button, hol dir die Checkliste, mach dir ein paar Gedanken dazu, schreib dir das auf, druck dir das Ding aus und schreib dir hier mit einem Stift, hol den Stift und schreib es runter, denn so inhalierst du das Ganze am allerbesten, oldschool, ja. Meinetwegen auch digital, kannst du auch reintippen. Aber meine Empfehlung ist einfach, druck dir das Ding aus, ja, und nimm den Stift und mach die Notizen. Und dann würde es mich freuen, wenn du mir mal irgendwann Feedback dazu gibst, wie es gelaufen ist. Ja, ich hoffe, ich konnte ein bisschen weiterhelfen mit dieser Checkliste. Und dann sehen wir uns im nächsten Video auf der anderen Seite. Viel Erfolg und Happy Hunting, dein Thomas Klein. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.